Als nächstes ist jetzt Ueli Buri dran. Er ist der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern. Das heißt, er ist der Mann, der mit seinem Team mir und meinem Amt auf die Finger schaut, ob wir nicht Schindluder treiben mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger des Kantons Bern. Das Thema, das er anspricht, Datenschutz im Cloud-Umfeld, ist auch für uns im Moment ein brennendes Thema, wie viele öffentliche Verwaltungen in der Schweiz sehen wir uns je länger wie mehr vom Markt gezwungen, unsere Leistungen in die Cloud auszulagern. Das wirft Datenschutzfragen auf und ich bin sehr froh, dass wir mit Ueli Buri im Kanton Bern jemanden haben, der uns wirklich auch hilft, als Verwalter diese Risiken zu erkennen und Lösungen zu finden, wie wir damit umgehen können. Vielen Dank, Ueli. Besten Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich auch für Datenschutz interessieren. Ich habe eine Anfrage erhalten von einem Journalisten des Magazins Kassensturz, der hat mitgekriegt aus Deutschland, dass in einzelnen Bundesländern der Einsatz von Microsoft 365 für Schulen verboten wurde. Und die Frage an mich lautete, ist das in der Schweiz auch so? Und meine Antwort war, wie Sie das von Juristinnen und Juristen gewohnt sind, es kommt darauf an. Ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Einblick geben, auf was es ankommen kann und warum selbst am Schluss oftmals nicht einfach eine Ja-Nein-Antwort möglich ist. Ganz kurz, warum müssen wir uns überhaupt um den Datenschutz kümmern? Das Ganze beginnt in der Bundesverfassung. Die enthält im Wesentlichen oder auch zwei Sachen. Sie enthält auf der einen Seite eine Liste von Grundrechten, auf der anderen Seite einen Katalog von öffentlichen Aufgaben, wo wir erwarten, dass das der Staat für die Gemeinschaft macht. Auf der Seite der persönlichen Grundrechte, die persönliche Freiheit, die Versammlungsfreiheit, die Eigentumsgarantie, Wirtschaftsfreiheit und eben auch Schutz der Privatsphäre. Und dort dazu gehört nicht nur meine vier Wände zu Hause, sondern auch Personendaten, das heißt alle Angaben über mich. Auf der anderen Seite eine ganze Reihe öffentlicher Aufgaben im Polizeibereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Und die beiden Sphären, die geraten sich immer wieder, zwischen denen entsteht immer wieder ein Spannungsverhältnis. Man kann nicht für die Gemeinschaft Aufgaben erfüllen, ohne bis zu einem gewissen Grad in individuelle Rechte einzugreifen. Und im Falle der Privatsphäre ist eben der Datenschutz das Fach oder die Materie, die nach diesem Ausgleich sucht. Die Grundlagen sind in der Verfassung auch bereits vorgezeichnet, ganz generell egal, um welches Grundrecht es geht. Und das Datenschutzgesetz konkretisiert das für den Fall, wo eben eine öffentliche Aufgabe, ein öffentliches Interesse mit diesem Recht auf Schutz der eigenen Daten kollidiert. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Frage, ja, welches Datenschutzgesetz denn? Es gibt ja so viele. Das ist an sich nicht so schwierig und es ist auch nicht so entscheidend materiell. Es gibt zwei Sachen zu unterscheiden. Die Ausgangsfrage ist immer, wer bearbeitet die Daten? Wer ist verantwortlich für die Aufgabe, deretwegen Daten bearbeitet werden? Ist das ein öffentliches Organ? Dann kommt für Bundesorgane das Bundesgesetz zur Anwendung und für kantonale Organe das jeweilige kantonale Datenschutzgesetz. Das ist im Moment so, weil der Bund keine Kompetenz hat, für kantonale Organe Datenschutzregeln zu erlassen. Öffentliche Organe in diesem Sinn sind aber nicht nur die Zentralverwaltung, sondern auch Dritte mit öffentlichem Leistungsauftrag, etwa zum Beispiel Listenspitäler, die Gesundheitsleistungen im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung erbringen. Für die alle gilt das öffentliche Datenschutzrecht. Und wenn die Datenbearbeitung durch Private, insbesondere kommerzielle, geschieht, dann ist das auch im Bundesgesetz geregelt. Aber das ist die wichtige Zweiteilung. Die ist in einem Aspekt entscheidend, jetzt nicht für uns, für den Vortrag, aber mindestens fürs Verständnis. Es gilt ja im privaten Bereich ganz generell, erlaubt ist alles, was nicht verboten ist. Für den Datenschutz, du darfst meine Daten bearbeiten, meine Persönlichkeit aber nicht verletzen. Auf der öffentlichen Seite, der Staat darf nur, was ihm ausdrücklich erlaubt ist. Und das gilt auch für unseren Bereich hier. Die Datenschutzgesetze, die weichen nicht wirklich groß voneinander ab. Wir haben gesehen, der Auslöser ist ja Bundesverfassung, Artikel 13.
Und das kann man nicht auf wahnsinnig unterschiedliche Weise umsetzen. Deshalb, die Unterschiede zwischen den kantonalen Datenschutzgesetzen sind minim und sie werden immer kleiner. Im Moment laufen Gesetzesrevisionen. Die Gesetze werden an die europäische Rechtsentwicklung angeglichen, aber auch einfach an tatsächliche Entwicklung und die gleichen sich immer mehr, auch weil man einander etwas abschaut. Das heißt, alles, was ich künftig, also was ich jetzt dann noch erzähle, gilt in etwa überall gleichermaßen. Es gibt ein paar allgemeine Grundsätze, die für jede Datenbearbeitung, einschließlich das Outsourcing, zu beachten sind. Ich möchte sie jetzt nicht im Einzelnen erläutern, wir kommen auf einzelne noch dazu. Das, was mir viel wichtiger ist, ist die Frage, wer ist denn verantwortlich, dass diese Grundsätze eingehalten werden? Da gibt es eine relativ klare Aussage. Verantwortlich bleibt immer die Behörde, das öffentliche Organ, das eben die Daten selber bearbeitet oder bearbeiten lässt. Das heißt, auch dann, wenn Sie Daten eben vielleicht gar nicht selber in Ihren Händen haben, sondern in einer Cloud outgesourced haben, Sie bleiben dafür verantwortlich. Und zwar für alle diese Aspekte, die auf der vorderen Folie aufgelistet waren. Das heißt, Sie müssen über die Rechtmäßigkeit der Bearbeitung wachen. Die Daten dürfen nicht zweckentfremdet werden. Alles muss verhältnismäßig bleiben. Es ist die Datensicherheit zu gewährleisten. Und es gibt ein paar betroffenen Rechte, die auch spielen müssen, wenn die Daten nicht in ihrer eigenen Hand sind. Das habe ich vorhin gerade schon von Outsourcing gesprochen. Das ist aus rechtlicher Sicht die Grundlage für alles, was dann in Richtung Cloud geht. Die Datenschutzgesetze sehen grundsätzlich vor, dass eine Behörde, wenn sie sich Leistungen erbringen lässt, bei dieser Gelegenheit auch Personendaten, für die sie eigentlich verantwortlich ist, einem Dritten anvertraut und dort irgendeine Form von Hilfsleistung bezieht. Also das ist grundsätzlich vorgesehen, aber an gewisse Spielregeln gebunden. Einerseits darf eine solche Übertragung eine Drittperson keine Geheimhaltungspflicht verletzen. Es gibt ein paar gesetzlich zum Teil sanktionierte Geheimhaltungspflichten. Das Berufsgeheimnis des Arztes, des Anwalts, der Notarin, das Amtsgeheimnis für besonders vertrauliche Amtsfragen. Die bilden eine Grenze der Zulässigkeit. Im Übrigen kann ich aber Dritte beiziehen und ihnen auch Datenbearbeitungen anvertrauen. Ich muss aber sicherstellen, dass dieser Dritte mit den Daten nichts macht, was ich selber nicht auch machen dürfte. Zweckbindung ist eine wichtige Rahmenbedingung. Um einigermaßen den Überblick zu behalten, muss ich auch wissen und das genehmigen, wenn mein Auftragnehmer nochmals selber Sublieferanten einsetzen will. Das steht so auch im Gesetz. Und noch einmal, wenn immer ich als Hilfsperson beiziehe, ich bleibe für den Grundrechtsschutz verantwortlich. Dafür braucht es, weil in der Regel der Auftragnehmer nicht direkt dem Gesetz unterstellt ist, meinem, braucht es eine geeignete vertragliche Vereinbarung. Dieser Outsourcing-Vertrag, der ist eine ganz entscheidende Sache, insbesondere dann, wenn eben die Leistung, die ich beziehe, ein Online-Service ist oder eben vielleicht ein bisschen abgekürzt ein Service aus der Cloud. Wenn ich jetzt auf besondere Herausforderungen eingehe, dann ist das nicht, es gibt immer alle oder es gibt immer keinen, sondern das ist natürlich eine Auswahl von Risiken, die können in unterschiedlicher Intensität vorkommen. Wir haben heute Morgen in der Fachsession Cloud auch gehört, schon der Begriff Cloud ist ja nicht etwas Eindeutiges. Da gibt es Infrastructure, Platform, da gibt es Software as a Service, dann gibt es Private und Public Cloud. Ich nehme jetzt mal den maximalen Risikokatalog, weil es ist immer einfacher, ein paar Risiken abzuhaken, die betreffen mich nicht, als umgekehrt unter Umständen eines zu vergessen. Es gibt selbst dann, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Software as a Service beziehen und wirklich alle Daten für den Anbieter auch in Klartext sichtbar machen, gibt es nicht immer hochproblematische Situationen. Wenn Sie einen Cloud-Anbieter haben mit einem Rechenzentrum in der Schweiz, keine Subunternehmer im Ausland, der akzeptiert vielleicht sogar die AGB SIC, der SIK, die ja auch bereits Regeln zum Cloud-Computing enthalten seit letztem Jahr, vielleicht sogar auch noch Ihre kantonalen Vorgaben, dann haben Sie das schnell mal abgehakt. Also Sie sind nicht immer mit all dem konfrontiert. Aber ich zeige Ihnen nachher anhand von einem Produkt,
dass es eben auch sein kann, dass Sie mit allen konfrontiert sind. Es beginnt schon damit, können Sie denn, ich habe gesagt, geeignete vertragliche Vereinbarung, können Sie denn überhaupt entscheidend mitgestalten, wie der Vertrag aussieht? Weil wenn das ein international standardisiert angebotenes Produkt ist, dann sind auch die Vertragsbedingungen take it or leave it. Da können Sie nicht viel verhandeln. Also stellt sich die Frage, das, was dort an ISDS-Verpflichtungen drin ist, genügt das Ihren Anforderungen? Können Sie allenfalls noch etwas dazu bringen? Dann aber auch die Frage, okay, jetzt ist das mal vereinbart. Kann ich das überprüfen, dass das eingehalten wird? Erstens habe ich das Recht und selbst wenn ich das Recht habe, kann ich das faktisch machen? Wo steht der Server und was sehe ich dort, wenn ich den anschauen gehe? Frage der Kontrolle. Und wenn mal ein Datenschutzmangel vorliegt, wie setze ich das durch? Welches ist mein zuständiges Gericht? Welches ist das anwendbare Recht? Das sind alles Fragen, die insbesondere dann kommen, wenn ich großes Angebot, erhebliche Skaleneffekte, aber eben relativ wenig Mitsprache habe. Internationale Cloud-Infrastrukturen sind in der Regel auch verteilte Datenbearbeitung, und zwar in dem Maße, dass mir manchmal der Anbieter selber nicht garantiert sagen kann, wo die Bearbeitung jederzeit stattfinden, weil um das geht es ja gerade, dass man die Ressourcen verschiebt. Und da stellt sich für mich die Frage, und wo genau passiert jetzt das, was du mit meinen Personendaten machst? Das verdoppelt sich dann noch, wenn Unterbeauftragte dazukommen, weil die können ja auch noch mal überall sitzen. Also von dem her, das ist ein relativ anspruchsvolles Setting, in dem ich unter Umständen meine Personendaten eingebe. Es stellt sich deshalb die Frage nach der Vertraulichkeit, wem kann ich noch trauen, wem gibt denn das weiter? Das heißt für mich die Frage, was habe ich für Möglichkeiten, das allenfalls schon auf meiner Seite zu steuern, dort eventuell schon Abwägungen zu treffen, Maßnahmen zu treffen, für diese Vertraulichkeit trotzdem gewährleisten zu können. Ein weiteres Thema, das leider oft vergessen geht, es geht ja nicht nur um die Inhalte, die Sie in die Cloud speisen, sondern in der Regel sind das ja Mitarbeitende, die zum Beispiel einen solchen Service bedienen. Also selbst wenn Sie jetzt nur Landschaftsfoto in eine Cloud speisen oder in einer Cloud bearbeiten, die Mitarbeitenden, die das machen, die haben in der Regel ein Benutzerprofil, die hinterlassen Spuren, aus diesen Spuren lässt sich vielleicht ein Verhaltensmuster ableiten. Wissen Sie, ob das passiert oder nicht? Also das ganze Thema Umgang mit Randdaten, Telemetrie, Diagnosedaten, auch eines. Und schließlich, das ist wieder letztes Jahr etwas ins Bewusstsein gerückt, selbst wenn Sie einen wasserdichten Vertrag haben und alles mustergültig zugesichert, kann es sein, dass Ihr Vertragspartner den gar nicht erfüllen darf, weil irgendwo in einem anderen Land ein Recht besteht, das ihn dazu verpflichtet, die Daten in bestimmten Voraussetzungen dem Staat zu zeigen, auszuliefern. Ich möchte gerne als Beispiel, weder um das irgendwie besonders gut darzustellen, noch in die Pfanne zu hauen, kurz Microsoft 365 nehmen. Das ist so ein bisschen das volle Portfolio dieser Risiken. Ich möchte Ihnen das anhand von zwei, drei Punkten erläutern, dann aber durchaus auch zeigen, wie man das in den Griff kriegen kann. Microsoft 365 ist ja schon mal nicht etwas Einheitliches, sondern es ist ein ganzes Bucke von Diensten. Das, was aber einheitlich ist, das ist die ganze vertragliche Regelung. Ausgangslage letztes Jahr war, es gab so einen Business- und Service-Vertrag, datierend aus dem Jahr 2010, zwischen der SIK und Microsoft, gültig für alle öffentlichen Organe der Schweiz, die Microsoft-Lizenzen beziehen. Dort stand drin für Online-Dienste irisches Recht, irischer Gerichtsstand. Das heißt, alles, was wir vereinbaren, müsstet ihr im Zweifelsfall in Irland einklagen gehen. Und dann eben einheitliche Online-Services-Terms, ein einheitlicher Datenschutznachtrag für alle Kunden weltweit gleich. Egal ob öffentlich, egal ob privat. Und damit entsprechend natürlich relativ wenig vertraglicher Gestaltungsspielraum. Und schon gar nicht in Punkten, die dazu geführt hätten, dass Microsoft irgendetwas im Geschäftsmodell anpassen müsste. Und nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Sie können ja nicht unterscheiden, von dem die Daten müssen wir dann anders behandeln als von dem. Unter Umständen, wenn Sie in die Daten reinschauen, um das unterscheiden zu können, machen Sie ja schon wieder eine Datenschutzverletzung. Also das ist einfach das
One Fits All mit dem entscheidend oder mit dem entsprechend reduzierten Gestaltungsspielraum. Dann aus Sicht Microsoft-Rechtsabteilung sehr verständlich, der Vertrag enthält weitgehende Ermächtigungen zugunsten von Microsoft, die aus Datenschutzrechtssicht kritisch sind. Ich nenne hier nur die Stichworte oder ich zeige sie, ich gehe nachher noch kurz zur Illustration darauf ein. Dieser Standardvertrag enthält auch ein Set, das nennt sich Standardvertragsklauseln. Das ist ein Instrument, das man braucht, wenn man Daten in Länder exportiert, wo kein angemessenes gesetzliches Datenschutzniveau besteht. Da wird einfach zwischen den Parteien ein Regelset vereinbart, das das kompensiert. Auch dieses Regelset hat aber das Problem, wenn wir über Amerika sprechen, wird seit letztem Jahr nicht mehr als ausreichend bezeichnet. Auch auf Schrems II werde ich nachher noch kurz eingehen. Jetzt diese Beispiele. Es steht eben zum Beispiel über den Zweckbindung. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, darf die Daten nur so verwenden, wie die Behörde das auch dürfte. Steht, Microsoft verarbeitet Kundendaten und weitere Personendaten, also eben Diagnose, Telemetriedaten, für eigene legitime Geschäftstätigkeiten. Was ist denn das? Und jetzt lese ich weiter, Abrechnung und Kontoverwaltung, ja, das ist noch schlüssig, vielleicht habe ich ja ein lizenzabhängiges Modell, wie viele Nutzer das sind, dass die das zählen, so far so good. Vergütung, Berechnung von Mitarbeiter, Provisionen und Partnerincentives. Möchten Sie, dass Ihre Daten gelesen werden, damit Microsoft Ihre Mitarbeitenden anständig vergütet? Kaum, hat mit dem Zweckbindungsgebot ja überhaupt nichts mehr zu tun. Und da gibt es ein paar Punkte. Microsoft hat das natürlich zu Recht aus juristischer Vorsicht so formuliert, aber für uns mit unseren eingeschränkten Befugnissen im öffentlichen Datenschutzrecht, für uns ist das ein Problem. In diesem konkreten Fall haben wir uns dann intensiv mit Microsoft Schweiz ausgetauscht, in einem Workshop das Ganze uns erläutern lassen und auch ein leider unverbindliches, vertrauliches White Paper erhalten. Dort sind diese Vorgänge einzeln sehr seriös beschrieben und alles gut. Und eigentlich müsste man am Schluss sogar sagen, wenn das alles so läuft, alles Paletti, das wird ja immer ganz sofort pseudonymisiert und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Warum schreibt ihr das denn so nicht in den Vertrag? Ja, das ist eben die juristische Vorsicht. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt für uns, wir haben auf der einen Seite ein rechtlich riskanter Zustand. Wir haben auf der anderen Seite einen, nach dem Prinzip Hoffnung eigentlich Zusicherungen, die genügen würden. Und diese Differenz ist ein Risiko, das ich am Schluss in meiner Risikoabwägung berücksichtigen muss. Das Gleiche bei den Datenbearbeitungsorten. Es gibt ein paar Dienste, da verspricht Microsoft den Standort der gespeicherten Data at rest. Sie können zum Beispiel sagen, okay, OneDrive, SharePoint in der Schweiz. Aber die Daten, die ruhen ja nicht immer. Manchmal werden die aus der Festplatte gelesen und verarbeitet. Dazu keine Aussage. Respektive, nicht nur sie dulden, sondern sie beauftragen Microsoft geradezu, diese Daten nach irgendwo in der Welt zu transferieren, wo sie dann verarbeitet werden. Diesen Auftrag können sie so nicht erteilen. Was machen sie jetzt mit dem? Und zumal, wenn sie jetzt eben letztes Jahr mitgekriegt haben, dass da dieser US Privacy Shield, der ein Instrument war, eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, die sich dem unterstellt hatten, um den Datenschutz zu gewährleisten, dass der Europäische Gerichtshof und dann später auch der eidgenössische Datenschutzbeauftragte festgestellt haben, das reicht eben nicht, weil es gibt gesetzliche Grundlagen, die die amerikanischen Sicherheitsbehörden dazu ermächtigen, relativ breit Massenüberwachung von allem, was da upstream nach Amerika kommt, abzusaugen, in einer Weise, die Grundrechte unserer Bürger nicht mehr einhält. Das heißt, Datentransfers nach Amerika sind im Moment ein Problem. Gleichzeitig soll ich so etwas versprechen? Was mache ich mit denen? Sie können bis zu einem gewissen Grad dann auf der Ebene der, also Microsoft liefert ganz, ganz, ganz viele Informationen noch rundherum, aber das sind Informationen, denen mögen Sie glauben oder nicht. Wahrscheinlich hat es einen hohen Grad von Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, aber erstens ist es unverbindlich und zweitens kann es morgens schon wieder ändern. Und das geht, ja, genau.
Aber nichtsdestotrotz, Sie können schauen, was ist bekannt, über welche Datenverarbeitung, das ist pro Service zu Service unterschiedlich. Dann können Sie sagen, den geht nicht, der vielleicht, der klingt gut. Und dann bleibt einfach immer noch wieder die Unsicherheit, als Risiko bleibt das so. Gleiches Thema bei den Unterbeauftragten. Pro Memoria, ich habe das vorhin schon gesagt, Sie müssten eigentlich der Unterbeauftragung, wenn Microsoft Subunternehmer beizieht, müssten Sie zustimmen. Das geht ja selbstverständlich nicht. Es geht nicht einmal so, dass Sie das einzeln ablehnen könnten. Wie wäre das denn, wenn Microsoft alle Kunden fragen müsste, ich denke, da neue AT&T in Amerika beizuziehen, ist das für alle okay? Deshalb die Lösung von Microsoft rechtlich grundsätzlich gut. Es gibt mal eine pauschale Genehmigung, es gibt eine abschließende Liste der Subunternehmer, ein Informationssystem, wo ich mich informieren lassen kann mit Push, wenn die Liste geändert wird, und dann habe ich ein außerordentliches Kündigungsrecht. Das reicht aus Datenschutzsicht, wenn Sie diesen Subunternehmer meiden können. Ob Sie das betrieblich innerhalb der nützlichen Frist erreichen, ist eine andere Frage. Und das, was aber hier noch die Schwierigkeit ist, der Informationsstand, auf dem Sie Ihre Risiken abwägen müssen, ob dieser Subunternehmer jetzt für Sie tragbar ist oder nicht, ist sehr dünn. Ich habe Ihnen hier Beispiele. Das sind die Informationen, die Sie aus dieser Liste sehen. Es gibt dann auch wieder eine ganze Reihe von Zusicherungen, wie Microsoft mit Verschwiegenheitserklärungen und all. Und das ist alles gut und recht und ich will das sogar glauben. Es ist einfach für mich als Kunde nicht Teil der klagbaren Vereinbarungen. Da steckt wieder ein Risiko, das Sie in Ihrer Abwägung berücksichtigen müssen. Was ist im Moment der Stand? In dieser Geschichte mit dem anwendbaren Recht und dem Gerichtsstand hat die Schweizerische Informatikkonferenz, beraten durch Privatim, das ist die Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten, mit Microsoft eine Zusatzvereinbarung abschließen können, dass jetzt eigentlich für alle Verträge, die unter diesem Rahmenvertrag segeln, auch im Streitfall Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand zur Anwendung kämen. Das ist vielleicht mehr ein symbolischer Schritt als ein ganz, ganz harter Gewinn, weil wer will schon gegen Microsoft klagen. Aber mindestens Ihr Rechtsanspruch ist doch deutlich dichter, wenn Sie wissen, Schweizer Obligationenrecht, Gericht in Bern oder Zürich, ich weiß es nicht, es ist näher gerutscht. Microsoft hat angekündigt, dass sie leider nicht in der Zusatzvereinbarung oder individuell bereit sind, weitergehende Zusicherungen und klagbare Zusicherungen zu machen, was diese legitimen Geschäftstätigkeiten angeht. Das heißt, sie sind im Einzelfall bereit zuzusichern, dass sie garantiert nie in Inhaltsdaten schauen. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen, die sind jetzt mal am Trockenen. Das ist schon gut. Ja, immerhin. Dann, was nur beschränkt gelöst ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Verschlüsselung, auch mit Lockbox-Verfahren und so. Tatsache ist aber, das ist ein relativer Schutz. Man hat uns, und das habe ich sehr geschätzt, Microsoft hat uns in einem Workshop eigentlich fast ein bisschen gemahnt, überschätzen Sie die Verschlüsselung nicht. Also mindestens der Instrumente, wo Microsoft selber verschlüsselt. Weil von dem Moment an, wo Sie auch den Schlüssel haben, müssten Sie bei einer ausländischen Behördenintervention den eben mitgeben. Das heißt, Verschlüsselung ist sicher nicht schlecht, aber ist auch nicht das Wundermittel für alles. Was ein wesentlicher Fortschritt werden könnte, im Mai wurde angekündigt, dass Microsoft plant, bis Ende 2022 eine komplett europabasierte Cloud-Infrastruktur anzubieten. Das nennt sich EU Data Boundary for the Microsoft Cloud. Alle Speicherorte, alle Verarbeitungsorte, alle Subunternehmer, ganz wichtig, weil im Moment funktioniert der Support around the sun, wo halt immer gerade Tag ist, oder? Das Ganze EU-basiert, und das ist im Bereich der Behördenzugriffe ein massiver Fortschritt, im Sinn von, dass Sie dann bei den Datenflüssen sich doch ein bisschen entspannter bewegen können. Das, was bleibt, aber nach meiner Einschätzung handelbar ist, es gibt noch diesen Cloud Act, das ist ein Erlass, der ist etwa dreijährig aus Amerika, der den amerikanisch basierten Unternehmen, auch dann, wenn sie Daten im Ausland, also zum Beispiel in der Schweiz halten, verpflichtet,
allerdings jetzt im gezielten Strafverfahren, nicht mehr in der Massenüberwachung. Deshalb scheint mir das doch ein erheblich tieferes Risiko zu sein. Daten herausgeben zu müssen, wenn ein entsprechender gerichtlicher Befehl vorliegt. Das haben wir aber in unserer Strafprozessordnung auch. Also das ist nicht gleich gefährlich wie diese ganze Massenüberwachungsgeschichte. Was heißt das etwas genereller? Wenn Sie so Cloud-Dienste erwägen, nicht schon eingekauft haben, beginnt das mal, dass Sie sich überlegen, was muss ich denn überhaupt für ein Bedürfnis abdecken? Frau Bundesrätin Ammert hat heute Morgen, ich habe mir das aufgeschrieben, gesagt, bei Beschaffungen muss der Bezüger wissen, was er braucht. Und nicht einfach mal, da gibt es noch ein cooles Produkt, beschaffen wir das, wofür können wir das brauchen? Sondern wissen, wofür ich das brauche. Dann überlegen, was hat der Einsatz für Risiken und mit welchen Maßnahmen bringe ich die auf ein tragbares Maß. Das heißt, Nutzungskonzept, wer, welche Daten, zu welchem Zweck. Und das kann sehr differenziert ausfallen. Vielleicht habe ich verschiedene Datenkategorien, so unkritische, sehr heikle, mittelheikle. Und das gibt dann unter Umständen eine sehr differenzierte Betrachtungsweise. Entsprechend die Risiken, unter Umständen sehr differenziert. Und die Maßnahmen auch. Vielleicht im Sinne, dass Sie sagen müssen, diesen Service darf ich nicht brauchen, der geht. Diese Daten kann ich hier abspeichern, die nicht. Also es gibt dann eine sehr differenzierte Betrachtung Ihrer Ergebnisse aus dieser Risikobetrachtung. Und nochmal zurück zu MS365, weil wir das im Kanton Bern anhand von zwei Diensten durchgespielt haben. Es ging nur um zwei Dienste. Microsoft Active Directory und die Multifactor Authentification, die wir einführen wollten. Und dort haben wir auf der einen Seite, soweit das ging, die Datenflüsse analysiert und auch in mehreren Besprechungen mit Microsoft uns nicht rechtlich verbindliche Zusagen machen lassen, aber doch mindestens die Schilderung, wie es heute ist, dass auch formell protokolliert Microsoft zugestellt ist, ist nicht widersprochen geblieben. Das hat jetzt ein bisschen eine halbvertragliche Verbindlichkeit. Ja, also Sie nehmen die Mittel, die Sie haben, oder? Dann haben wir auch gemerkt, okay, es gibt zwei Authentifikationsmethoden, die gehen immer über Amerika. Mit Voice, mit SMS, haben wir aus funktionell abgestellt, nehmen wir nicht. Das ist eine Maßnahme. Wir haben während einer Pilotphase, wo es um die Funktionalität gegangen ist, mit pseudonymisierten Benutzern gearbeitet. Ich war M8H9. Und da kann Microsoft noch lange ein Profil machen, weil sie wissen ja nicht, wer M8H9 ist. Das ist für Microsoft ihrer Sicht, ist das keine Personendaten. Wir haben dann gemerkt, dass das nicht nötig ist, aber das ist auch eine Maßnahme. Mit der Pseudonymisierung können Sie ganz viel auf der Sitze, im Bereich der Benutzerdaten können Sie in den Griff kriegen. Schließlich sind ein paar Restrisiken geblieben, die wir gesagt haben, die sind tragbar, aber jetzt muss noch jemand herstehen und sagen, die nehme ich. In diesem Fall, weil das jetzt noch eher unkritisch war, haben wir die Geschäftsleitung des KAIO reichen lassen. Das gab ein formell protokollierter Beschluss. Wenn es dann mal um Inhaltsdaten geht, das heißt, wenn der Kanton Bern sich überlegt, ob er jetzt etwas breiter in diese Microsoft Cloud einsteigen möchte, würde ich als Datenschutzaufsichtsstelle auf einem entsprechenden Regierungsratsbeschluss bestehen. Das muss von der Geschäftsleitung der Verwaltung dann entsprechend verabschiedet werden. Was sind die Erkenntnisse? Gerade beim letzten angefangenen Datenschutz in diesem Zusammenhang überall ist Chefinnensache. Sie können nicht irgendeinen subalternen IT-Mitarbeiter entscheiden lassen, ob jetzt Microsoft 365 zum Einsatz kommt oder nicht, sondern das ist einerseits eine strategische Entscheidung, aber auch von den Nutzungsbedingungen her, das hat das Gewicht fürs Management. Es beginnt mit einem klaren Beschrieb und der Dokumentation der fachlichen Bedürfnisse. Sie wollen ja am Schluss wieder nachweisen können, dass Sie ein überwiegendes Interesse haben, dass die Risiken für die Einzelnen eben entsprechend aufwiegt. Sich nicht voreilig von einfachen Lösungen verführen lassen, weil was zuerst als Rundum-Glücklich-Paket zu einem vernünftigen Preis kommt, kann unter Umständen Sie später näher in die Hölle der Probleme führen. Den Schutzbedarf und die Risiken für alle Betroffenen sauber analysieren, also nicht nur über die Inhalte sprechen, sondern auch über die Benutzerdaten. Wenn Sie die Risiken kennen, die, wo das geht, mit Maßnahmen
reduzieren, Pseudonymisierung, Verschlüsselung, Verzicht auf einzelne Datenkategorien, die Restrisiken benennen und akzeptieren. Das gehört auch dazu. Also nicht einfach wird schon gut gehen, sondern es bleibt Risiko A, B, C. Aus diesen Gründen ist das Management bereit, die in Kauf zu nehmen. Und dort, wo Sie auf Risiken stoßen, die Sie selbst mit Maßnahmen nicht beseitigen können, heißt es halt Verzicht. Jetzt wird Thomas Fischer noch die Möglichkeit für Fragen geben. Und wenn das nicht für alles reicht, habe ich hier auch schon meine Kontaktdaten angegeben. Sie dürfen selbstverständlich auch nach dieser Veranstaltung mit einschlägigen Fragen an mich persönlich gelangen. Wem darf ich das Mikrofon geben? Ja, guten Tag, Andreas Marti. Sie haben etwa in der Mitte von Ihren Ausführungen haben Sie gesagt, das Amtsgeheimnis, das würde einer Auslagerung entgegenstehen. Da habe ich jetzt einfach einen Einwand, weil wir haben ja ein neues Informationssicherheitsgesetz mit neuen Bestimmungen auch beim Amtsgeheimnis und die erwähnen neu auch die Hilfspersonen. Also es muss ja auch für die Verwaltung möglich sein, bei der Auftragserfüllung Hilfspersonen beizuziehen. Da habe ich jetzt ein bisschen einen Knoten. Das ist eine Frage, wo es zwei Juristinnen, Juristen und drei Meinungen gibt. Es ist so, im Rahmen dieses Informationssicherheitsgesetzes hat der Bundesrat gesagt oder gemeint, und das ist schon bestritten, Hilfspersonen sind nur möglich, wenn die selber auch der Geheimnispflicht unterstehen. Deshalb nehmen wir die jetzt neu auch unter das Geheimnis, also unter die Strafbarkeit. Wenn das so wäre, könnten Sie alles, was das Ausland ist, gerade vergessen. Weil das Schweizer Strafrecht gilt nur in der Schweiz. Und dieser Akt des Bundesrates mag jetzt die Hilfspersonen auch noch unter das Amtsgeheimnis nehmen. Eine Schweizer Grenze ist fertig. Die Diskussion ist aber noch nicht zu Ende, weil beim Berufsgeheimnis, zum Beispiel von Ärzten, besteht das ja schon heute. Aber da wird darüber diskutiert, ja, wer ist denn überhaupt eine legitime Hilfsperson? Wenn ein Patient, Patientin zu einem Arzt komme, muss ich damit rechnen, dass meine Daten irgendwo in China verarbeitet werden? Also die Diskussion ist einfach mit dieser bundesrätlichen Erweiterung oder der parlamentarischen Erweiterung des Amtsgeheimnisses noch nicht gelöst. Ich bin auch der Meinung, am Schluss müssen wir eine Regelung finden, um auch amtsgeheimnisgeschützte Daten in irgendeiner Weise im vernünftigen Rahmen durch Dritte bearbeiten zu lassen. Bei den Spielregeln besteht noch Klärungsbedarf. Zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, sich von der vorgesetzten Behörde vom Amtsgeheimnis entbinden zu lassen. Heutige Lehre, das geht nur im Einzelfall. Das heißt, heutzutage müsste eine vorgesetzte Behörde im Einzelfall, es geht um die Daten Bürgerin X und es ist dieses Bedürfnis und das ist hier natürlich nicht anwendbar. Ich kann mir aber vorstellen, dass man einen Schritt weiter geht und sagt, es ist aber auch nicht ganz das Gleiche, ob der Empfänger die Daten für sich selber braucht oder immer noch so, wie die Zweckbindung das voraussetzt. Plus, es ist in der Regel nur ein Bekanntgabeversuch. Oder es ist ja nicht, dass der Cloud-Provider die Daten in Echtzeit sieht. Er hat nur Zugang. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Versuch. Das ist eine tiefere Risikoexposition. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, wir lassen künftig zu, dass die vorgesetzte Behörde, dann ist nicht nur der Regierungsrat, sondern in Bern der Grosse Rat, diese Risikoabwägung pauschal vornimmt und sagt, bei dieser Risikoexposition gebe ich hiermit die Einwilligung, dass die Daten an diesen Auftragnehmer exportiert werden. Es ist eine noch nicht fertige juristische Diskussion. Ich helfe Sie aber auch in der Pause noch weiter. Vielleicht eine kurze Frage noch. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, auch dir, Uli, vielen herzlichen Dank für die sehr spannenden Ausführungen.